Was ist denn jetzt? Hier läuft doch. Mann, ey, stundenlang hier. Also, P90. PD9, Sport. SD. Jay Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing. Pull like Jim, waves on swim, and a rock tunes with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. 150 bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. Die andere war leider nicht mehr verfügbar, deswegen haben wir die jetzt. Aber ist ja scheißegal. Die kostet halt 10 € mehr, 219 Euro. Die Standardversion kostet 209 Euro. Das ist einfach nur die SD-Version, weil da ein Schalldämpfer dabei ist. Also zahlt ihr quasi 10 Euro für einen Schalldämpfer mehr. Der Rest der Waffe ist jetzt direkt gleich zu sehen mit der Klassik-Version. Also, wir haben mal wieder eine Anleitung dabei, wie man ein Magazin anlegt, mit Explosionszeichnung und so weiter, Hop-Up einstellen, bla bla. Wieder mal so eine Schussstatistik, variiert von 1,3 bis 1,43 Joule. Das ist schon recht viel, aber man muss dazu sagen, die 1,30 Joule, die wurden einmal nur erreicht. Also das war irgendwie ein Ausreißer mal zwischendurch. Weiß der Herrgott, wie das entstanden ist, ist egal. Also im Prinzip wandert die Energie zwischen so 1,35 und 1,43. Und das ist wiederum, ja, für ein Stockgewehr ist das mehr oder weniger okay. So, dann wieder mal ein Speedloader dabei. Ein Standard-Zymer-Speedloader. So. Granaten-BBs. Keine Ahnung. Und ein Laufreinigungsstab. Ja, das ist sie. Und ich glaube, jetzt wird's interessant, denn wir haben hier die Zymer P90 mit Tuning von Begadi, also Begadi Core. Das Geile ist halt, wir können die jetzt direkt mit dieser Crytek P90 vergleichen. Oh, die ist hinter dir. Mhm, die ist genau hinter mir, deswegen ist ja das schön. Das können wir direkt vergleichen. Erstmal keine Markings. Für die Jungs, Mädels, die hier auf Markings stehen, ist nicht. Ne? Dann der Buddy. Ist ein bisschen eklig, muss ich sagen. Viele haben das ja wohl irgendwie auch beim Crytek Review so ein bisschen falsch verstanden. Waren da der Meinung, dass der Buddy total scheiße wäre von der Crytek und das ist absoluter Blödsinn. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen konnte. Natürlich lässt sich das ein bisschen verdrehen. Es sind ja auch zwei Hälften, die aneinander geschraubt sind. Aber im Vergleich zu sowas ist das um Längen besser, also das Crytek-Modell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so halte und die so ein bisschen so ineinander so versteifen, verdrehen möchte irgendwie, ne? Das kann man halt jetzt schlecht aufnehmen, aber gerade hier passiert das Unangenehme. Gerade an dieser Naht, wenn man seine Hand da dran ist, das verdreht sich halt so extrem, dass man da das Gefühl hat, man klemmt sich da gleich die Haut zwischen ein. Je mehr man das spielt, desto schlimmer wird das irgendwann. So, und hier bei der Crytek hat man das nicht. Und das hört man schon. Man hört hier fast gar nichts. Man hört nur so ein Klackern, keine Ahnung, wo es herkommt. Und bei der Begadi, ne, du hörst es direkt knetern. Da bewegen sich halt die beiden Gehäusehälften aufeinander. Der Kunststoff hier ist definitiv um einiges schlechter als hier. Noch lange nicht scheiße, gar keine Frage, nicht scheiße, aber nicht so gut wie bei einer Crytek zum Beispiel. Ansonsten, was mir hier auf jeden Fall direkt positiv aufgefallen ist, nachdem ich ja schon irgendwie 3-4 Spiele mit der Crytek gemacht habe, ist das Gewicht. Die ist um einiges leichter als die Crytek, gerade im vorderen Bereich. Weil bei der Crytek ist halt dieses ganze Frontset bei beiden aus Metall, aber bei der Crytek ist halt extrem schwer. In meinen Augen ist das hier ein mega Vorteil. Also am liebsten würde ich das einfach direkt tauschen mit dem Crytek-Teil. Ansonsten hier ganz normale Rail drauf mit so einem kleinen Kimme und Korn, nichts einstellbar oder sonst was. Hier links und rechts hat man noch einmal eine kleine Rail mit einer Rastfunktion hier. Magazin sind genau diese, die ich nachbearbeitet hatte für meine Crytek. 70 Schuss Zimmermagazine. Ja, nichts Tolles. Die BBs kann man da leider nicht durchsehen. Nur in Anführungszeichen 70 Schuss ist ja dann schon ein großer Nachteil. Ja klar, Crytek Magazine haben 250 und kannst umschalten auf 50. Aber für diejenigen, die es interessiert,
Man kann die Crytek-Magazine da reinmachen. Sitzen super und fieden perfekt. Ansonsten geht's hier weiter. Einmal Ladehebel von beiden Seiten bedienbar, aber das macht nichts. Bei der Crytek zieht man mit diesem Ladehebel das Hopperfenster auf. Das ist hier unten. Das ist bei der Crytek genauso. Bloß hier muss man es halt mit dem Finger aufziehen. Dahinter bestimmt befindet sich dann die Hop-Up-Unit im Rotary-Style. Da kann man dann Rädchen reindrehen oder Rädchen rausdrehen. Wie ich halt dachte, was montiert ist, würde ich da einfach einen Tensioner von Bugatti reinmachen. Einen Bugatti-Hopper-Gummi und fertig. Standard Zymer Messinglauf, 262 mm lang bei dem kurzen Ding. Schon gut, ne? Feuerwehrhebel bzw. Sicherungshebel, weil Feuerwehr haben wir ja eh nicht. Ist ja eh nur Semi. So, auf Safe hat der Abzug minimal Spiel. Da sieht man sogar, wie sich der Safe-Hebel oder der Feuerwehrhebel ein bisschen hochdrückt dabei. Rein mechanische Sicherung. Das Ganze auf Semi. Hat man erst so einen leichten Widerstand und kann einmal komplett durchdrücken, also kein krasser Speed-Trigger oder sowas, und auf Vollauto passiert halt nichts. Hier vorne haben wir ein Standard 14 mm Negativgewinde. Der Schalldämpfer ist halt, wie gesagt, im Lieferumfang enthalten bei dem Modell. Der ist komplett leer. Ich weiß gar nicht, kann man den aufschrauben? Ich krieg ihn nicht auf. Willst du mal am Schraubstock probieren? Geht nicht, ne? Müsste das Rohr halt richtig fest einspannen, dafür ist der kleine Schraubstock halt zu. Ja, vergiss es. Also das Gewinde von dem Schalldämpfer muss so verklebt sein, dass man das gar nicht aufdrehen kann. Vielleicht ist es auch gar kein Gewinde und einfach ist komplett verklebt. Keine Ahnung. So, hier sieht man auch schon so ein bisschen den kleinen Lauf rausgucken. Also der geht genau bis zum Ende hier. Flash-Hider ist bei dem Modell leider nicht dabei. Die Schaftkappe kann man einmal nach unten drücken, indem man hier vorher den Knopf reindrückt. Ich sag euch gleich, ich wusste das nicht. Bei der Crytek kannst du die halt einfach so runterdrücken. Deswegen habe ich die beim ersten Mal mit ein bisschen Gewalt abgemacht. Aber ist nichts kaputt gegangen. Hält alles noch. Und du kannst dann nach dem Akku einlegen, direkt wieder einfach so reinstecken. Hier hinten lächelt uns dann direkt wieder ein schöner DIN-Stecker an. Auch schön, dass sie jetzt hier immer die vernünftigen mit dem grauen Knickschutz hier verwenden. Gefällt mir sehr gut. Mal gucken, ob hier dieser große Block-Type-Akku reinpasst. Nö, scheiße. Was jetzt? 2000er Triple Stick. Passt der rein? Nö. Ein 1100er? Mhm. Naja. Nee. GSG 1450 mAh. Aha. Geht. Müssen wir mal gucken. Den gibt es nämlich jetzt nicht mehr, glaube ich, von GSG, sondern nur noch von anderen Marken. Gut. Federschnellwechselsystem sieht man von hier aus natürlich jetzt nicht direkt. Ja? Aber hat es. Erstmal grob zerlegen, hier den Knopf reindrücken und dann das ganze Frontteil, Junge, nach vorne abziehen. Hier sieht man auch schön noch das Hebelwerk, das nach hinten geht zum Abzug, vom Abzug. Ne? Ja. Und hier ist die Hop-Up-Unit drin. Sieht man den Lauf unten langlaufen, Hop-Up-Unit einmal reindrücken, einmal um 90 Grad drehen. Und dann kann man das ganze Ding rausziehen. C-Clip ab. Ein Standard-Hop-Up-Gummi ist hier drin. Nichts Besonderes. Standard-Tensioner. Rotary-Hop-Up-Unit. Prädestiniert für irgendeinen Omega-Tensioner oder ähnliches. Und Maple Leaf oder Bugatti Fly oder Mach 7 oder Mach 5 oder sowas. Der Lauf ist ein Standard-AEG-Lauf. Den könnte man also direkt tauschen, wenn man das möchte. Jetzt haben wir sie gar nicht laufen lassen. Dann müssen wir das mal so probieren. Alter. Er ist jetzt laut, ne? Aber Alter, schnell. 13 zu 1, geshortstroked mit Core. Ne? Ja. Schon gut, ne? Klar. Dann ziehen wir jetzt die Gearbox raus. Dafür müssen wir nämlich hier hinten nur zwei Kreuzschrauben lösen, links und rechts. Theoretisch eigentlich die Platte direkt so rausnehmen. Und da kommt auch schon die Gearbox entgegen. Was man da jetzt hört, ist das Gestänge, das Abzugsgestänge. Das ist hier vorne gerade kurz ausgehakt. Zack, theoretisch eine Standard V6 Gearbox. Wenn dann nicht das hier wäre, ne? Das Bugatti Core. Schon wieder. So, Bugatti Core speziell für diese Gearbox hergestellt. Hier sieht man auch so ein bisschen Cut-Off. Denke mal, da drin wird es wieder so aussehen. Abzugstaster wird von diesem Hebel betätigt. Und hier einmal von diesem Hebel, hier geht die Steuernocke vom Sektorgear drauf.
drückt den Hebel und der Hebel drückt hier den nächsten Taster im Bugatti Chor und somit ist der Schusszyklus beendet. Wenn dieser Hebel perfekt läuft, weil der Crytek hatte der ja ordentlich Spiel. Also ich gehe mal davon aus, die Elektronik hier dran wird besser sein, mit Sicherheit. Wer das bessere Gewehr zum Out-of-the-Box-Spielen haben möchte, Bugatti. Eigentlich müsste man die Gearbox da reinstecken einfach. Das kannst du aber doch nicht einem Crytek P90-Besitzer sagen, dass der da eine Zymen-Gearbox reinsteckt. Ich bin Crytek P90-Besitzer, warum? Ich schlag das vor. Wieso denn nicht? Das Ding wird, läuft besser. Also du kaufst dir zum Tune deiner Crytek P90 eine komplette, P90. Ja, das wär's. Ich kaufe einfach eine komplette P90, damit ich, also ich kaufe mir eine komplette P90, damit ich mir die Crytek tunen kann. Und dann baue ich aus den Crytek Müllresten hier die P90 zusammen und verkaufe die Pizza. Das wäre so hart. Gut, nein. Machen wir nicht. Wir sind hier in einem Review, Hannes. Zum einen erstmal den Hebel wieder abschrauben. Aufpassen, dass hier die Feder nicht abfliegt. Dann den Hebel raus. Zwei Torx-Schrauben brauchen wir da. T10 ist das. Vorsicht, hier sind auch wieder so Sprengringe. Federunterlegscheiben drunter. Motorkäfig schraubt man mit diesen drei Torx-Schrauben ab. Einmal hier oben. Hier unten. Die zwei, selbe Torx-Größe, jawohl. Jetzt können wir den Motor schon so abdrehen hier. Sehr schön, das ist ein High-Torque-Motor, super High-Torque haben sie geschrieben. Jo, ist ein Long-Type-Motor. Also wie bei jeder V2-Gearbox. Zümer, mehr steht nicht drauf. Wir wissen, ob hier auch ein Vollautoschalter ist. Oder war rein Interesse halber. Normalerweise muss man natürlich nie da dran, aber ich bin neugierig und gucke jetzt mal. Okay, ist zweigeteilt. Jawohl, da ist der Vollautoschalter. Wieder eine Stelle, wo wieder genau so ein gleicher Taster wie der hier dran passen würde. Und wenn man dann hier mit diesem Gerät hier kommt, dann würde man in der ersten Schalterstellung dann semi-schießen. So wie es bei einer P90 halt immer aufgebaut ist. Und in der zweiten dann weiter hinten Vollauto. Einfach weggelassen, genau. Gar nicht erst eingebaut. Also einmal wieder zusammen. Hier hinten an der Gearbox ist ein Federschnellwechselsystem. Das sieht mir jetzt verdächtig nach dem Standard V2 Zymer Spring Guide aus hier. Komm raus hier. Ja, sieht sehr danach aus. Am Spring Guide hier unten ein Kugellager. Hier oben der Schaft, der sich komplett mitdreht auf dem Kugellager. Perfekt, falls sich die Feder mal hier so ein bisschen irgendwie an den Schaft drückt und so weiter, dann dreht sich der ganze Schaft mit. Gefällt mir immer sehr gut, wenn man das so baut. Dann gucken wir jetzt mal, bevor wir es auseinanderbauen, nach der Schimmung, ne? 6 Kugellager verbaut, 8 mm. Gucken wir hier mal am Sector Gear. Das kann ich ja hin und her werfen. Ja? Weg ist es. Genug Spiel. Ja. Spurgear ähnlich. Jawohl. Ne? Das macht Blödsinn, ja. Der Motorkäfig ist nicht dran. Und somit ist ein riesen Großteil der Gearbox-Schrauben gar nicht drin. So, jetzt haben wir hier unten die beiden reingedreht. Sektor-Gear auf gar keinen Fall. Da ist immer noch genauso viel Spiel. Da habe ich die Shells wohl gut genug zusammengedrückt. Da ist überall immer noch genauso viel Spiel. Also Schimmung in dem Fall nicht sehr geil. Die letzten waren gut. Ja, aber auch mit so einer nicht perfekten Schimmung hört sich das Schussbild eigentlich ganz gut an, ne? Ja, was ein schnell laufendes System so macht, ne? Na gut, ne? Da hört man auch Fehler nicht so oft. Dann haben wir hier das Blech wieder, was einmal nach hinten abgeschoben werden muss. Und jetzt können wir die Gearbox auseinanderziehen. Da, blaues Fett drin, ARL, auch gut Dampf hinter der Feder, das ist immer wichtig, finde ich. Bugatti / Zymer, Bugatti 13:1 Gearset, geschortstroked auf 13 Zähne statt Original 16 Zähne mit so einem Delay-Clip. Weiß nicht, ob das aufgrund der Teppelplate irgendwie sein muss. Meinst du, sonst der nicht nötig? Oder? Eigentlich, du kennst die Zymer-Gears immer ganz gut daran, dass die hier so eine dicke Nocke haben. Die ist halt so fett. Ansonsten sehen die eigentlich fast genauso aus wie SHS. Mhm. SHS hat meistens hier so einen dünnen Pimmel, so 3 mm oder so. Und das hier sind ja 4, 5. Es gibt ja auch noch die so richtig ein bisschen in die Länge gezogen sind, die ein bisschen mit dem Gear mitgehen. Mit so Bögen. Crytek. Hier haben wir wieder so eine interessante fette Feder, wo echt Zunder hinter ist. Echt krass. Also die Teppelplate, das habe ich vorhin schon beim Reindrücken gemerkt, die wird neuerdings wohl bei Zymer mit solchen Federn gedrückt. Da gucken wir gleich mal, weil hier das Nozzle nämlich kein O-Ring und deswegen natürlich auch hier so ein bisschen in der Position nicht so viel Spiel, aber in der Schussposition ja, schon ein bisschen mehr, aber geht auch noch. Da gibt es auch Systeme, die echt um einiges mehr Spiel haben in Schusspositionen. Das ist auch immer wichtig, damit
keine Energie verloren geht und das möglichst konstant bleibt. Ne? Achso, 20,5 mm Nozzle. Oh. Ja. Das war zu erwarten. Ja, wegen des Nozzles. Dadurch, dass das Nozzle keinen O-Ring hat, pfeift es da natürlich ein bisschen raus. Kann man nacharbeiten. Pistonhead-Kombi. Weiß nicht, diejenigen, die sich ein bisschen für interessieren, haben das, glaube ich, inzwischen schon ein paar Mal gesehen. Hier wieder eine Aufpralldämpfung, relativ kleine Ventilationslöcher, was mir immer nicht ganz so gut gefällt. Je größer die Ventilationslöcher, desto schneller kann sich der O-Ring auseinanderdrücken. Ist ja klar. Ein Ring zum Abdichten, ein kleiner O-Ring zum Führen. Hier siehst du, das Sauropad ist noch fest. Wir hatten vorhin bei der Zymer eins. Das konntest du schon teilweise lösen, bei der M14, genau. Im Auge behalten. Ansonsten ist das eigentlich eine grundsolide, gute Basis hier. Genauso der Piston, da wünsche ich mir auch, wie immer eigentlich, ein wenig Fett auf der Stahlzahnreihe. Die auch wieder hier komplett vorhanden ist. Richtig, absolut, komplett vorhanden. Wo ich hier ein bisschen Probleme sehe, ist, ich vermute mal, dadurch, dass hier auch Begadi auf den Gears steht, sind diese Gears wahrscheinlich nicht original drin. Die Zimmer wird wahrscheinlich nicht original damit ausgeliefert. Und man sieht hier auf jeden Fall am ersten Gear schon, am ersten Zahn, guckst du da, der ist schon abgeflacht im Vergleich zu den anderen. Aber hier ist auf jeden Fall, stößt hier jedes Mal der Zahn vom Sektor-Gear der erste dran. Und der schleift hier schon lang. Also das müsste man eigentlich runterschleifen und dann AOE einmal anpassen, dass das hier vernünftig läuft. Also der AOE passt meistens eigentlich schon ganz gut, dadurch, dass das Sorbopad auf dem Pistonhead relativ dick ist. Aber man sieht es hier, der Zahn hätte halt komplett runtergeschliffen werden müssen. Das stößt hier schon fast gegen, oder stößt hier jetzt gegen. Klar, der ist jetzt auch nicht richtig geführt, der Piston. Das Gear wackelt auch ein bisschen. Also das wird jedes Mal dagegen stoßen, dran vorbeireiben und dann hier aufziehen erst. Aber wenn man dann so guckt, AOE ist eigentlich ganz okay. Ja, das heißt, den Zahn muss man auf jeden Fall entfernen, dann passt das Ganze eigentlich. Was ist, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat und man kann sich das nur kaufen? Was passiert dann? Das wird abnutzen einfach. Die Abnutzung, die hier am Piston entsteht, die entsteht natürlich auch am Zahn. Okay. Vom Gear, weißt du? Und das Gear ist zwar härter, das Gear wird es definitiv länger aushalten. Irgendwann ist es ja dann so weit abgenutzt, dass an der Stelle keine Reibung mehr entsteht, aber der geschwächte Zahn, der ja dann immer noch als erster den Piston aufnimmt, kann ja dann abbrechen. Das ist nicht so wild. Wie gesagt, das Gear wird nicht so extrem drunter leiden, da wird nur die Oberfläche ein bisschen, ja, abgerundet, glatter werden sozusagen. Aber die Zahnreihe vom Piston ist ein bisschen weicher. Die wird sich dann im Laufe der Zeit abnutzen. Das sind alles Kleinigkeiten, Hannes. Das ist so, keine Ahnung, so wie dieser Schleifstaub, der dabei entsteht. Dieser Abnutzungs... Das muss ja irgendwo hin, das Metall, was sich dabei abnutzt. Das landet dann halt im Fett. Und das Fett landet halt zwischen den Gears und so. Ne? Das sind so... Irgendwo... muss ja der Staub dann hin. Das sind so die Kleinigkeiten, die nicht so schön sind. Aber ich meine, das sind ganz normale Abnutzungsspuren, die das Ganze so mit sich bringt, sag ich mal. Man kann es irgendwie ganz gut mit so russischen Autos vergleichen, was da manchmal für Karren rumlaufen. Also, ich meine, rumlaufen. Also ich meine, manche fahren ja da rum, wo du dir denkst, warum fahren die noch? Und davon ist das ja ganz, ganz weit weg. Und selbst ja, wollte ich grad sagen. Wenn das dann erst alles runtergeschliffen ist, nach 50.000 Spieltagen. Dann fährt das halt immer noch. Ja, ja, genau. Ja. Okay. Darauf wollte ich hinaus. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum hier ein komplett geschlossener Zylinder verbaut wurde. Es sind erstens nur 13 Zähne auf dem Sektor-Gear. Zweitens ist eh nicht so ein extrem langer Lauf drin. Also einmal aufgedreht. So, jetzt würde sich der Schuss lösen. Also gehe ich mal davon aus, dass sich der Piston ungefähr hier irgendwo befindet. Hätte man locker irgendwie einen Dreiviertelzylinder nehmen können. Ist auch fast egal. Hast halt ein bisschen Luftüberschuss. So. Ja. Ansonsten, das kommen wir jetzt zum Fazit. Ja. Ne? Eigentlich ist meiner Meinung nach das Ding hier sehr geil und wenn nicht sogar auf jeden Fall besser als die Crytek. Aber nur aufgrund der Technik. Eigentlich fast nur wegen des Begadi Cores. Die Internals laufen ja genauso bei der Crytek. Bei der Crytek hast du ja von der Qualität her wahrscheinlich sogar die besseren Internals, was so Piston, der Zylinderhead und so weiter angeht. Aber für die Crytek gibt es auch kein kaufbares MOSFET aktuell, oder wie? Nee, das ist ja das, womit die immer geworben haben, dass das MOSFET so toll ist, was da jetzt drin ist. Aber es hat keine Gear-Überwachung. Angeblich eigentlich schon, aber die funktioniert ja bei uns nicht so wirklich, ne? Und ich habe jetzt nun schon probiert, hier an dem Cut-Off da rumzubauen, damit der möglichst wenig Spiel hat und möglichst gut läuft und funktioniert, aber was willst du hören, ne? Das Tuning-Video ist ja noch nicht draußen von der Crytek. Nee. Was mir nicht gefällt, ist ganz klar der Body, eingangs erwähnt. Boah, das
das sticht auch so, das knarzt nicht nur, sondern manchmal hört sich es auch so an, als würde es gleich brechen. Genau, merkt man schon beim Zuhören, Zugucken, denke ich mal. Der Upper-Teil ist um einiges leichter. Jetzt noch ein bisschen mehr. Das war jetzt nicht so geplant irgendwie. Dann ist sie nicht so frontlastig, ne? Wobei so eine so eine P90 an sich, die hat man ja eh nah am Körper. Ist ja eh ein kleines Teil. Und dann fällt das nicht so schwer ins Gewicht. Scheiße. Aber je leichter, desto führiger. Ne? Wer halt ein bisschen mehr Gewicht in der Hand nehmen möchte, muss dann halt woanders hingreifen. Ja, ansonsten, also das Konzept an sich finde ich genial. 13:1 Gears, 13 Zähne Shortstroke, Bugatti Core, Semi-Only. Ich würde die, hätte die auch nicht mit 1,4 Joule rausgehauen, sondern mit 1 Joule, CQB, perfekt. Müssen Sie selber wissen, aber ich hätte, ja. Oder? Ja, was? Ja, aber ist erlaubt. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu debattieren, ne? Aber als 1 Joule Version wäre das, glaube ich, der Burner. Viele wollen es vielleicht auch gar nicht selber dann rumfummeln, eine Feder tauschen. Also, ich glaube gar nicht, was ich schon alles erlebt habe auf dem Spielfeld. Wo, ja, scheiße, jetzt kann ich hier nicht spielen. Ich habe 2 Joule und hier sind nur 1,8 erlaubt. Ja, du hast eine ICS, steck doch schnell die Feder um, ne? Nee, um Gottes Willen, nein, auf gar keinen Fall. Schisse, so. Mhm. Deswegen. Oder eine 1 Joule und eine 1,4 Joule Variante. Mhm. Aber die 1 Joule CQB, also... Also die kurze Variante, wie viel kostet die dann? 209 Euro. Mhm. Ist nur der Schalldämpfer für 10 Euro. Den 209 Euro für... Ja, das ist schon krank. Ist schon echt krass im Vergleich zu der... Mit nicht perfekt funktionierender Elektronik für 500 Euro oder so. Also in meinen Augen für 200 Euro oder 210 Euro ein Kracher. Absolut. Ich will gucken, ob man nicht direkt 2-3 Euro mehr ausgibt und von Bugatti das ganze Ding mit einem Fly 5 Hop-Up-Gummi und einem Tensioner ausrüsten lässt und das Ganze als Downgrade auf 1 Joule für CQB. Boah. Muss cool sein. Also für die CQB-Spieler unter euch. Nur 2-3 Stück von den Crytek-Magazinen dazu gekauft und dann geht's rund. Das war ein Schuss groß, ja. 3 Magazine insgesamt. Ja, das ist wie mit den EPM1-Magazinen. Aber dann mega geiles Ding. Mega geiles Ding. Komm, was? Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.